Wunderschönen guten Tag miteinander, hier ist wie immer der Colosso und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil vom Assassin's Creed Let's Zock. Hoffentlich nimmt es das mal richtig auf, nicht so wie das letzte Mal. Ich habe eigentlich geschaut, dass ich genug Festplattenspeicher habe. Hoffentlich ist das lange. Aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht jetzt mit der Story. Nachdem wir ja den Typ gekillt haben. Also offensichtlich ist es jetzt Winter. Ist also ein bisschen Zeit vergangen. Seit der letzten Dingsbums. Letzte Sequenz. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wählen, sondern ich wollte hier rein. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Gut. Ich frage mich halt immer, wie die Leute schneller an Ort ankommen als ich, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Also nach einem ewig langen Fußmarsch sind wir jetzt endlich da. Kopfertor ist eine grosse Spielwelt. Aber gefällt mir. Aha. Und offensichtlich können wir uns nicht nur auf die Stadt hier beschränken, sondern die Welt wird noch grösser. Das gefällt mir natürlich gerade doppelt. Und das Ganze mit dem Schnee ist auch recht nice gemacht, muss ich sagen. Sieht auch ziemlich gut aus. Aber jetzt schauen wir doch mal, ob wir da die Frau, die wir gerettet haben, was die für uns bringt. Die Ladezeit ist natürlich entsprechend lang, der Grösse der Map. So. Ah! Unser Ross ist auch schon da. Das finde ich gut. Ah, jetzt. So, aufhören legen da. Dann gehen wir doch mal schauen. Lalalala. Ich probiere jetzt mal. Sorry, schnell. Also. Ein bisschen Abkürzung nehmen, kommt zwar häufig nicht so gut. Und jetzt hat die Umgebung erinnert mich eher an Skyrim, also Assassin's Creed. Aber ich finde es geil, dass sie doch auch wieder so ein bisschen das Open World gemacht haben, Ender. Und es sieht auch alles recht nice aus. Aber wir reiten jetzt mal. Ja nein, hey. Zurück aufs Ross, gell? Willst du mich verarschen, Mann? Du bist doch ein Pussy. Mein Gott. So, komm. Ja, jetzt sind wir da fest. So, gut. Also. Und wir reiten, und wir reiten. Naja, schneller reisen werde ich wahrscheinlich erst später verfügbar sein. Das Reiten ist des Assassines Lust. So, also wären wir endlich da. Jetzt lägt es aber wie behindert. Der Typ hat es auch schon irgendwie da geschafft. Ja, ich würde ein bisschen lieber absteigen als. So. Sehr gut. Endlich. Kopfertor. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Jetzt darf ich wohl wieder das Wissen haben. Mit den Pferden sind wir schneller. Nein, du sagst. Ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Mhm.
Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Sieht aber geil aus, dass der Rösser sogar Spuren im Schnee zieht. Recht stylisch. Und er reitet doch einfach Kreis um, habe ich das Gefühl. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus, die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Detektiv Hemingway. Verdammt! Die ist super dressiert, muss ich sagen. Es müssen ihre sein. Und sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus. Dann säckeln wir doch an diesen Spuren nach. Also man könnte sogar selber Spuren ziehen im Schnee. Auch nice. So. Dann schauen wir doch mal, wo hier die geritten ist. Also der Schnee, den finde ich super gemacht. Wirklich. Ah, da haben wir sie ja. Unsere Indianerin. Wartet hier. Ja, genau, die beste Idee schleicht dich an. Damit sie sich möglichst verklüpft. Warte, komm zurück! Zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber Sir! Ein Aber! Die Bäume oben. Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Können wir das auch auf Bäume rufen? Nein, offensichtlich nicht, ist klar gewesen. Ich bin nicht dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Lass mir doch zu. Genug von diesem Spielchen! Aha, da jetzt ein kleines Lager. Da kommt noch so ein behinderter Wolf. Ah, ich hab den Kuckuck. Ja, komm. Genau, mach du die dümmeren scheiß Quicktime-Events, ehrlich. Das mag ich nicht haben, willst du irgendwelche Katze hinschauen? Dann kommt so ein Quicktime-Event drin geschissen. So. Also, wo ist sie? Da irgendwo in den Bäumen oben. Du kostest mich Nerven, Weib! Ich habe mit mir das hier rauf. Ah, dort. Gut. Also, es überrascht mich, dass sie so athletisch ist. Ich vermute schon fast, sie hat auch etwas mit den Assassinen zu tun, möglicherweise. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazzio. Yes, das ist gut. Ist mir eine Ehre. Gazzio? Nenn mich einfach Zio. Genau. Zio. Zio. Nur nicht so aggressiv, bitte. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau.
Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Okay. Dann gehen wir halt zu dem Hügel, wo sie sagt. Wow, nicht weit von hier, 0,5 Meter oder was? In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir. Okay. Easy, oder? Wow. Also sie ist ganz offensichtlich auch eine von den Assassinen. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Ja, ja. Früher oder später wird es auch gleich passieren. Oha, wir gehen in die Taverne, zuerst mal eins trinken. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Den Namen von ihr kann er nicht aussprechen. Aber er weiß genau, was sie für eine Indianerin ist. Auch gut. Ah, mit was soll ich los? Das ständige Tosen der Brande, das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles fort. Bist du sicher, dass wir dahin gehen? Ah, ja. Wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Schon immer so gewesen. Man kann alles mit schönen Namen tarnen. Hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Er ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Gut. Hätten wir das also mehr oder weniger schon rausgefunden? Oi! Wohin willst du? Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Ah, das ist ja gut. Also ich... wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Ja, dann machen wir noch schnell die paar Homos fertig da. Ui! Ja, jetzt haben wir das paar neue Tricks dazu gelernt. So wie es aussieht. Wunderschön kann man das schlägeln. Also der Fußkampf ist doch auch interessanter als früher. Schier wieder so ein Wrestler ist er aufgetroffen da. Wunderschön. Also das könnten wir doch noch angewöhnen. Eine Wunde. Sollte die Blutung stoppen. Natürlich ein super Vorwand zum Alkohol klauen. Das war nicht nötig. Aber danke. Hey, jetzt ist die Wunde gerade weg. Gottverdorie, hey. Wir sollten weiter. Was ist denn das für eine Hexerei? Triff mich später bei Braddock's Camp. Hey, du, die hat etwas drauf. Also, ich hätte jetzt gerne die Map, damit ich sehe, wo hier ist im Moment. Ach komm,
Danke. Ich weiß nicht. Rüster könnte man eigentlich schon klauen, oder? Ja, sehr gut. Hebst du noch? So, also jetzt müssen wir irgendwie wieder aus dem Dorf rauskommen. Oh, schöner Moment. Da unten offensichtlich. Da die Rösser hier einfach zu dumm sind zum Gumpen. Wenn wir halt irgendwelche außen rum. Dankeschön, dass du wenigstens über den Haken schmögen. Ah, okay, wir können da super schnell reiten. Das finde ich gut. Ja, ja, es ist zwar schon cool, dass die ganze Umgebung auch so detailliert irgendwie gemacht worden ist. Aber wirklich nötig ist es nicht, weil ich habe das Gefühl, man verbringt nachher eh die grösste Zeit dann irgendwo in der Stadt drin. Und ja, ja. Hey, die weichen wir sogar aus. Sitzen wir das letzte Mal in der Stadt ab, auf die Hände und drunter gekommen sind. Jetzt offensichtlich nicht mehr so viel Mut. Hey, aber das ist mir sicher gar nicht gewohnt vom Assassin's Creed, dass man da so eine grosse, offene Welt hat. Ups. Ja, komm. So, also, da wären wir. Die Indianerin versteckt sich auch schon hinter einem Baum. Ja, ich würde sagen, das machen wir doch noch schnell. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Die wird immer gerade so aggressiv. Ich verstecke mich in den Karren. Welche Karre? Zerle. Hup. Leg. Super. So. Dann gehen wir doch mal in den Karren, wenn er meint. Offensichtlich hat er nicht den gemeint. Also irgendwie müssen wir jetzt da in die Festung reinkommen. Ich habe eigentlich gehofft, wir könnten uns hinten nur reinschleichen. Aber ups. Sieht nicht so ganz danach aus. Super, jetzt sind wir da runtergerutscht. Aber doch in eine interessante Umgebung gekommen. Wow, man kann sogar klettern am stylisch. Richtig stylisch. Da sogar raufklettern kann, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber offensichtlich kann er es. Da kommt er leider nicht rauf. Gut, dann gehen wir halt draussen rum. Ja, aber ich suche immer noch ohne Erfolg irgendeinen Ort zum Reingehen. Also offensichtlich hätte ich gleich den Haupteingang nehmen sollen. Ah, offensichtlich habe ich also doch noch einen Eingang gefunden. Diese Kanonen sehen nach einem aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Gut, dann sabotieren wir das Zeug mal. Gang da auf, komm. Da. Oh shit. Hasenfuss! Hast du mir gerade Hasenfuss gesagt? Das habe ich mir gesprochen, ob wir Affe sind, aber nicht rein, hä? Jetzt ist er wieder weg.
Sabotieren wir doch das Teil mal. Was empfehlen? Ja, komm! Kann ich gar nicht selbst das Gespräch benutzen eigentlich. Sorry. Ah, sehr gut. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Jetzt sind wir da schon wieder in der Nähe. Diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem wir derzeit die Oberhand hätten. Das mag ja sogar stimmen. So unglaublich es zugeht. Dennoch liegt ein Lüftchen. Der Heimat ist ein Gruppen verteilt. Und die größte Förder Rico macht ihn leicht. Und seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen möchte. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermutlich? Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Reihe der Pläne liegt im Kommandozelt, falls Sie sie sehen. Ich bin ins Zweifel bald zu interessieren. Ich hab's versucht. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Okay. Geh aber. Da ist jetzt der Hund einer, hä? Mal so schnell. Da außen rum. Gut. Haben wir gar nicht alles geschafft. Naja, die Kanone würde ich eigentlich schon gerne sabotieren, schnell. Stehen bleiben! Ja, komm! Hast du etwa Angst? Bist du? Wieder so ein Camper. Und gehen wir weg. Genau. Also. Einmal sabotieren. Fette Kinder, Mann. Bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.